18,3 Kilometer haben wir. Haben wir Zeit. Naja, was ist Zeit? Wir haben 18,3 Kilometer. Ja doch, Zeit. Ich weiß nicht, wie... Ich habe jetzt keine Ahnung, wie ich das Wort soll, aber... Egal. Steigern wir jetzt wieder rein. Wir haben wieder epische Verfolgungsmusik. Warum habe ich den Typen nicht gerammt? Das wäre so ein Insta-Takedown gewesen. Das war wieder Epic Fail. Das war wieder natürlich Brain Lag hoch 3. Lol, was geht denn da wieder ab? Geiler Shit. Na gut, nehmen wir mal eine Straßensperre. Alle Einheiten, Straßensperre in Position vor euch. Die haben sich mehr oder weniger gerade selbst ein bisschen ausgenockt, möchte man sagen. Aufpassen, ein Nagelband. Na, lol. Dass wir davon jetzt nicht verreckt sind, ist ein Wunder. Nein! Ah, oh, so knapp, so knapp. Oh lol, wo fahren wir hier lang, bitte? Dann leg mal los. Roger, 1073 freigegeben. Straßensperreneinheiten gehen direkt vor euch in Stellung. Na, schade, hat keine ausgenockt, oder? Straßensperrenlevel 1050, alle vorrücken. Bomb! Ah, ja! Aber der wurde gestellt, sehr schön. Wenn man so schnell unterwegs ist, hat man, schlecht die Möglichkeit, einen zu kriegen. Bam! EMP gestellt. So, zwei sind schon gestellt. Noch vier to go oder so. Die Straßensperreneinheit, wir sind vor Ort und auf Standby. So, der nächste ist auch gestellt. Die haben alle nur noch sehr wenig Leben. Oder sehr wenig Karosserie oder sonst was, weiß ich. Aber wir sind auch schon ganz schön angekratzt. Alle Einheiten, Freigabe für EMP-Einsatz. Okay, der ist auf jeden Fall... Leute, das Spiel geht so ab, ey. Bist du auch gestellt oder eher nicht so? Bam, der ist auf jeden Fall gestellt, durch Heli gestellt. Es geht wieder richtig ab, Leute. Verstanden. So, Straßensperre. Ah, fu. Den haben wir leider nicht gekriegt, auf diese Weise. Bam, bam, Junge. Das sieht so geil aus, Leute. Wir haben es geschafft. Rennen verhindert. Haben den Verdächtigen festgenommen. Die Sache ist vorbei. Boah, macht das einen Spaß gerade. Boah, macht das einen Spaß. Ich glaube, ich nehme heute mal ausnahmsweise 2 Stunden auf. Ist mir völlig egal, ob mein Rechner überlastet wird durch diesen ganzen Shit. Aber ich nehme jetzt auf jeden Fall noch weiter auf. Wir haben wieder eine neue Belohnung erhalten. Und zwar ein neues Fahrzeug haben wir beschafft aus der Mitsubishi-Reihe. Mitsubishi, made in Japan. Lancer Evolution, aus gutem Grund anders. Den kennen wir ja schon aus den anderen Serien. Und dann machen wir direkt weiter bei Turn the Tables. Wieder den Porsche. Ich habe, glaube ich, den falschen gewählt, oder? Zurück. Ich wollte nämlich den hier. Ja, der geht richtig ab. Der geht richtig ab. Okay, wir haben alle Helikopter, 2 Nagelbänder und 2 Straßensperren, also nicht ganz so viel. Es ist 12 Uhr nachts. Und es ist Nacht. Das macht Sinn. Es ist 12 Uhr nachts und es ist Nacht. Los geht's. Wir müssen wieder zu einem Einsatz hinfahren, denke ich mal. Wenn wir crashen... Oh, nee, oder nee? Wir müssen, glaube ich, wieder einen aufhalten, oder? Ja, das ist einer. Okay. Wir haben wieder einen Heli, der ungefähr 10 Kilometer... Nicht mal 10 Kilometer, der kann irgendwie 300 Meter fliegen oder so. Und dann muss er wieder irgendwie... in die Basis zurück, um seine 3 Liter zu tanken oder so. Aber egal. Setzen wir den Heli und das leckt gerade so ein klein wenig. Das leckt gerade so. Was macht denn der da? Ich hab ihn. Werde ihn jetzt festlegen. Nagelband einsatzbereit. Bestätige einsatzbereites Nagelband an eurer Hallo? Position. Hallo? An alle Einheiten. Einsatz von Nagelbändern freigegeben. Ich Was? Wiederhole, Nagelbänder Wo ist der hin? Nicht. Over. Wo zum Henker ist der hin? Hä? Wir haben ihn gerade verloren. Was ist denn das für ein Heli? Moment. Was? Hä? Hat er mich gerade irgendwie fett verarscht oder so? Ich denke schon. Bevor wir das verlieren, starten wir einfach mal neu. Was soll das denn? Ich dachte, der fährt jetzt einfach bei einer Abkürzung weiter. Okay. Epic Fail, würde ich sagen. Naja, gut.
So denke ich mal, werden wir es auch schaffen. So. Auf ein neues. Ich habe ja komplett vergessen, dass die überall hinfahren können, wenn es einer ist. Das gefällt mir überhaupt nicht. So, Heli raushauen. Achtung, Verfolgereinheiten. Luftunterstützung im Anflug. Ah, die werden immer intelligenter. Penner. Ganz genau. Straßensperre in Position vor euch. Alter, der verarscht mich ja mal richtig. Okay, da ist er. Wo ist er hin? Wendet der einfach wieder, ey. Schlimm, die Leute heutzutage. Noch eine Straßensperre, bitte. Komm, einmal RAM noch. Einmal noch. Bäm! Das war wohl nichts mit dem Wendenkumpel. Der war gar nicht mal so schlecht, muss ich sagen. Der hat mich sogar wirklich gefordert. Aber wir haben die Auszeichnung erhalten. Und zwar in 1 Minute 22 und sind wieder auf dem ersten Platz in der Speedwall eingestiegen. Wir fahren fort und erhalten eine neue Belohnung. Und zwar... neues Fahrzeug? Fragezeichen? Ne, neue Einheit. Alles klar. Schnelleinsatz-Events jetzt verfügbar. Okay. Vielleicht kriegen wir auch neue und bessere Wagen. Natürlich kriegen wir neue bessere Wagen, aber... okay, die beiden haben wir auf jeden Fall schon mal in Gold abgeschlossen. Wenn wir alle Events aus einer Serie abschließen, wird die so durchsichtig angezeigt. Also zeigt uns das an, dass wir das alles abgeschlossen haben. Okay, die haben wir, glaube ich, auch alle gemacht, aber halt nicht absolviert. Okay, die sind noch gesperrt. Oh, wir haben ganz schön viel Gold verpasst, muss man schon sagen. Precision Pursuit. Let's go. Highway, irgendwas, irgendwas, bla. Bums, Gedöns. Keine Ahnung. Go. Oh, wieder bei Nacht. Ich krieg heute nur Nachtrennen, ey. Das ist einfach nur geil. 2 Minuten 35 für 8000 Kopfgeld. Alles klar, das werden wir auf jeden Fall packen. Hoffe ich mal. Na, los geht's. Leg's doch mal los, dankeschön. Ach, wir kriegen wieder Strafe. Es ist ja echt wunderschön. Und jetzt bitte nicht jucken. Oh, jetzt juckt mir wieder alles, ey. Das kann doch nicht wahr sein, dass ich immer solche Kratzanfälle bekomme, wenn ich fahren muss. Und vor allem, wenn es bei einer Kollision Strafen gibt. Das kann doch eigentlich nicht wahr sein. Okay, das zählt nicht als Strafe. Sehr gut. Bisschen Concentration hier. Ah, verdammt. Das ist immer so ein bisschen ärgerlich. Vor allem, weil ich weiß, dass genau diese 4 Sekunden mir wieder fehlen werden. Ich weiß es, ich spüre es. Ich spüre es, nein. Aber, ich wette einen drauf, Leute. Ich wette da einen drauf. Schade, dass wir kein Nitro im Gegenverkehr bekommen. Dafür kriegen wir Nitro, wenn wir fahren. Das ist gut. Oh. Das war richtig knapp. Das war richtig knapp, Leute. Die Abkürzung nehme ich jetzt mal nicht.
Ah, ja! Ah, das war gut, das war gut, das war gut, das war einfach nur gut. Gut abgebremst, so, das Wort war gut abgebremst. Ich habe gerade das Wort gesucht. Aber wir werden es, denke ich, mal schaffen. Auch weil wir den größten Umweg meines Lebens fahren. Aber es müsste gehen. Jetzt auch nicht mehr. Aber ich hoffe, dass es trotzdem klappt. Weil wir schon 6 Strafsekunden haben. Aber dafür haben wir gute Musik. Okay, erster werden wir schon mal nicht, oder? 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 Na, schade, schade. Einmal nicht gecrashed und wir hätten sogar Gold geschafft. Das war sogar richtig knapp, Leute. Okay, das Rennen kann man durchaus auf in der Zeit schaffen. Alles klar. So neue Belohnung haben wir nicht erhalten, aber das macht ja nichts. Dafür gibt's ja die nächste Mission, die wir starten können. Die wir wieder Kopfgeld erhalten werden, egal wie schlecht wir fahren. Okay, der wird uns geliehen. Den anderen können wir nicht benutzen. Parameter Turbo ist da, glaube ich. Ach, wir müssen wieder die Racer stellen. Wir erhalten wieder 4 Straßensperren und 6 EMPs. 6 Stück, okay. 7 EMPs wären mir zwar lieber, aber gut, mit 6 bin ich auch zufrieden. Ach, okay, wir müssen 6 Stück stellen. Okay, dann macht es auch Sinn, 6 EMPs einzubauen. Porsche Patrol. Go, go, go. Alle Einheiten, wir haben eine Notfallsituation auf der Cascade Terrace. Ah, es ist, glaube ich, morgen oder so. Irgendwie so. Wie das ist. Ja, es ist, glaube ich, so. Ja, es ist Sonnenaufgang. Oder Untergang? Ich weiß es gar nicht. Kann ich gerade nicht so gut einschätzen. Kontakt. Fahrzeuge. Bitch, please. Fällt er noch den Abhang runter? Hoffentlich hat er es überlebt, sonst können wir den schlecht einsperren, Leute. Verstanden. Straßensperreneinheiten direkt vor euch in Stellung. Straßensperre wurde passiert. Verdächtiger weiter. Racer gestellt. Oh yeah. Das geht richtig ab. Hat er gewendet oder ist er irgendwie nur dumm im Kopf? Hä, flüchtet der jetzt oder was? Ich hab keine Ahnung. 3 Stück haben wir verhindert. Die nächste Auszeichnung erhalten wir, will den nächsten verhindern. Straßensperreneinheit entsendet, bitte Zielposition angeben. Alle Einheiten, Straßensperre in Position vor euch. Boah, die halten ja gar nichts aus. EMP aktiviert. Ziel wird erfasst. Ah, das war... Lol. Hat sogar getroffen. Ich dachte, trifft es nicht mehr. Okay. Ich beschwere mich mal nicht. Ich finde das gut. Wir haben noch 5 EMPs. Und noch 11 Kilometer. In der Zeit haben wir auf jeden Fall die nächsten gestellt. Das hoffe ich so. Das hoffe ich ziemlich. Straßensperren haben ziemlich lange Klingzeit, wenn ich das mal so sagen kann. Aber dafür haben wir genug EMPs. Und der kriegt auch nochmal ein schönes EMP. Roger, 1073 freigegeben. Straßensperreneinheiten gehen direkt vor euch in Stellung. Na, das war jetzt eine schlechte Straßensperre. Straßensperreneinheiten in Fahrerflucht. Benötigen Verstärkung. So, du bist auch gestellt. Leute, ich liebe diese Crashes. Die sind so geil animiert. So, Belobigung haben wir erhalten. Alle Einheiten, Freigabe für EMP-Einsatz. Okay, noch 2 Stück, die wir stellen müssen. Nein. Na komm, fahr vor. Straßensperreneinheiten vor Ort.
EMP gestellt. Ja, Mann.